Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Und endlich ist es da, das neue Starter-Set der Champions League Karten der Saison 21-22. Wobei ist es gar nicht nur eine Champions League Serie, sondern auch eine Europa League und die neue Conference League wurde auch direkt mit einbegriffen. Auf dem Cover sehen wir direkt mal 7 Spieler. Bruno Fernandes von Manchester United, der jetzt mit Ronaldo noch einen richtig coolen Teampartner aus seiner Nationalität sogar bekommen hat. Heung-Min Son vom Conference League Vertreter Tottenham. Dann haben wir Agüero von Barcelona, Kimmich von den Bayern, Haaland von Dortmund, De Bruyne von Manchester City, Mbappé von Paris, der jetzt ja doch noch bei dem bleibt. Dann haben wir hier die ganzen Logos drauf, der Wettbewerbe, die Saison. Hier sehen wir den ganzen Inhalt, das gucken wir uns gleich an. Und dann sehen wir hier oben nochmal, könnt ihr hoffentlich jetzt sehen, genau hier, offizielles Fußballkartensammelspiel. Und dann sehen wir hier schon eine Limited Edition, ein Heritage, ein Autogramm und eine Pro Elite Shield-Karte abgebildet. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal an, was hier drin ist. 2 exklusive Gold Limited Edition Karten sind drin in dem Starter Pack. Da steht hier noch drauf, jetzt mit etwas Glück echte Autogrammkarten in Päckchen finden. Ja, natürlich ist das möglich, aber natürlich sehr, sehr selten. Dann sehen wir noch, 2 Päckchen sind hier dabei, 2 Gold Limited Edition Karten, alle 4 Taktikkarten, die Sammelmappe, 32-seitiges Spielanleitung mit Checkliste oder halt Sammlermagazin und noch ein Spielfeld für 2 Personen. Das Ganze kostet in Deutschland, dafür müssen wir das kurz umdrehen, 8,99 € und in der Schweiz 11 Schweizer Franken 90. Das Ganze ist die deutsche Version, also ich habe das deutsche Starter-Set und von hinten sehen wir auch nochmal eine Information, nochmal alles aufgelistet. Dann hier die ganzen Club 100 mit dem Sammlermagazin, dann eine Allrounder, Master and Apprentice, Taktik, Pro Elite, Heritage, Man of the Match und Club 100 Karte. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal auf. Am besten kann man das aufmachen, wenn man in die Lasche hier reinschneidet. Leider ist das wieder so, dass man das nicht aufziehen kann, da der Kleber zu doll zugeschweißt wurde. Bisschen blöd gelöst von Tops, aber ist egal. Hauptsache, man kriegt das auf und man beschädigt sich ja trotzdem durch auch nichts. Wir ziehen das einfach mal alles raus, ohne es zu beschädigen. Und dann haben wir hier noch unsere Päckchen. Dann ist der Umschlag leer. So sieht er aus. Starterpack natürlich. Und dann haben wir hier unseren Inhalt. Erstmal haben wir hier so ein Spielfeld für 2 Personen, auch aus dem Material, was man überall mitnehmen kann. Ich glaube, das ist wasserfest, das ist auf jeden Fall beschichtet. Hier ein Spielfeld Nummer 1 und da Spielfeld Nummer 2. Und dann haben wir hier noch das große Coverstar-Poster. Das kann ich euch jetzt ganz sicher nicht ganz zeigen. Auf jeden Fall haben wir doch einige Spieler drauf mit Fernandes, Bellingham, Foden, Mbappé, Agüero, Mount und Lewandowski. Und dann noch das Logo von der aktuellen Saison. Das auf jeden Fall auf diesem Doppelspielfeld auf der Rückseite drauf. Cool, dass sie das jetzt auch machen. Ist das gleiche wie bei Panini bei der Premier League Serie. Dann haben wir hier erstmal unsere Rückseite, unseren Binder. Dann hier das Sammlermagazin. Ich würde sagen, wir machen erstmal den Binder so, dass man den benutzen kann. Ich muss mal gucken, ist das hier die, wenn das hier die Vorderseite? Nee, so rum ist der Binder. Richtig, ist ein ganz normaler Binder, wie auch in den Jahren zuvor und natürlich auch von den Bundesliga-Serien gewöhnlich. Also bei Tops sind die Binder eigentlich immer gleich, bloß halt mit dem neuen Design-Cover. Und Tops hat es auch dieses Mal wieder geschafft, dass die Seiten richtig geschnitten wurden. War in den letzten Serien ja nicht immer so. Das ist immer oben ein bisschen übergestanden, aber seit Anfang des Jahres, seit der Match Extra-Serie aus dem letzten Jahr, ist das eigentlich gut. So sieht die Sammlung davon aus mit den Spielern, die wir auch schon vorne auf dem Cover gesehen haben. Hinten sehen wir noch drauf, dass wir hier Pro Elite Shield Chromkarten finden können, Autogrammkarten, Preview Chromkarten und Trikotkarten in den Megatins. Auf jeden Fall das hier, so die Sachen. Dann haben wir hier noch die Checklist, aber die gucken wir uns glaube ich auch noch mal gleich in dem Sammlermagazin an. Die sollte da auch noch drin sein. Sonst auf jeden Fall das der beiden. Dann haben wir hier 2 12er Booster, die in dieser Saison für 2 Euro verkauft werden. Und dann noch das Päckchen mit den Limis und den Taktikkarten, aber die gucken wir uns mal zum Schluss an. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt hier erstmal das Sammlermagazin an. Hier sehen wir wieder die bekanntlichen 7 Spieler drauf. Gamebase steht vorne drauf, also wird wahrscheinlich die deutsche Variante sein, bloß halt ein bisschen mit englischen Akzenten. Dann sehen wir erstmal Inhaltsverzeichnis, Willkommensbonus zur neuen Saison. Dann die Spielregeln mit dem neuen Powerplay-Wert, der auf den Karten drauf ist. Hier nochmal erklärt, Powerplay. Dann haben wir Werbung für die App. Könnt ihr gerne die Codes bekommen, die ich in den Videos immer zeige. Ich spiele die App eigentlich weniger und wenn dann nur einmal kurz zum Testen. Dann haben wir hier die Base-Karten. Dort gibt es ganz normal Base-Karten, dann die Captain-Karten. Also auf jeden Fall das so die Subsets in den Base-Karten-Designs. Dann haben wir
Höchstabwehrwert mit Manuel Neuer. Höchstangriffswert mit Messi und höchster Powerplay-Wert Neuer. Also Neuer scheint wohl, ist ja auch eine Kapitänskarte, die beste Base-Karte fast schon zu sein. Also richtig cool. Dann haben wir die Crystal-Karten. Ja, das sind alle Karten, und zwar alle 320 Base-Karten, sowie die Logos und die Captain-Karten. Die kann man nochmal in einer Glitzer-Variante ziehen, sozusagen wie bei der Serie von der Batchtex 101 letztes Jahr. Also ich weiß nicht, das wird halt schon ziemlich, ziemlich selten sein, dass jemand die voll macht, 320 Karten, und dann muss man sie auch erstmal erfinden. Also man soll die vor die Karte stecken, aber ich werde das sowieso nicht machen, da ich nicht alle finden werde. Werde ich mir die einfach hinten in die Sammelmappe reinstecken. Das ist auf jeden Fall das Beste. Dann haben wir noch die Subsets, die in den Base-Karten mit drin ist. Und zwar haben wir einmal die Super Savers, das sind die besten Torhüter, da hat nicht jeder Club eine. Defensive Warrior sind die besten Verteidiger. Midfield Masterclass die besten Mittelfeldspieler. Allrounder können auch zum Beispiel Stürmer oder Verteidiger sein, aber meistens sind es die Mittelfeldspieler, die halt nach vorne und hinten mitarbeiten, und die Goalmaschinen die besten Torschützen. Dort sind die besten Van Dijk, Lewandowski und De Bruyne. Auf jeden Fall, in jedem Päckchen sind zwei von diesen Kartentypen auf jeden Fall. Und diese Crystal Parallels sind in jedem dritten Päckchen drin. Das heißt, man sollte die eigentlich schon finden, aber natürlich nicht so oft wie die Karten auf der Seite. Dann haben wir nochmal eine der Kategorien, die auch schon im letzten Jahr in der Extraserie drin war. Signature-Style-Karten, halt Autogrammkarten mit einem aufgedruckten Autogramm, kein echten Autogramm, unter anderem hier mit Rainer und Davis. Dort sind Davis, Son und Henderson die höchsten, bewertesten Karten. Auch die zählen zu den Karten dazu, die wir vorhin gesehen haben mit den Super Savern und so. Die sind auch relativ oft. Dann haben wir die Next Gen und Man of the Match Karten. Die sind eine pro Päckchen. Und dort haben wir auf jeden Fall hier unter anderem Chiesa und Roberts und Next Gen Torres. Das Gute ist, es gibt dieses Jahr verschiedene Designs. Zum Beispiel, hier seht ihr die Man of the Match Karten für die Champions League. Die Europa League Karten sind mit einem orangen Hintergrund und die Conference League mit einem grünen Hintergrund. Aber das werden wir noch alles sehen, wenn wir die Karten uns angucken. Vielleicht ziehen wir ja gleich welche in den Boostern. Dann haben wir die Master and Apprentice Karten, wie vorhin schon gesehen. Und zwar ist das einmal der erfahrene oder junge Spieler, der sozusagen die Position irgendwann einnehmen soll. Mal einige Karten sind schon nicht mehr ganz aktuell, unter anderem hier der Alderweireld ist weggewechselt und ich glaube, Rodon wurde auch schon wieder verliehen. Dann haben wir die Heritage-Karten, die im Look der ersten Serie sind, bloß halt, dass der Millionenwert und Powerplay-Wert im ersten Jahr nicht da war, nur dass sie nicht geglitzert haben. Ist halt auf England bezogen, 2007-2008 war halt die englische erste Saison vor 15 Jahren. In Deutschland ist es das 14. Jahr, wo Matchtex jetzt erscheint. Und auf jeden Fall haben wir die auch richtig schön designt. Ich finde, das sind mit die besten Karten und auf jeden Fall gibt es dort von auch genau 32 Stück, daher auch relativ viele. Auf jeden Fall cool gelöst. Dann haben wir das Club 100 Subset. Die sind in jedem fünften Päckchen drin. Ein bisschen oft, finde ich, aber klar, es sind halt Club 100, ist wie letztes Jahr immer. Erstmal haben wir dann im Tor Manuel Neuer. In der Verteidigung haben wir Van Dijk, Alexander Arnold und Ruben Dias. Im Mittelfeld haben wir Bruno Fernandes, Kimmich und De Bruyne sowie Mason Mount. Und im Angriff haben wir dann Marcus Rashford, Neymar Jr. und natürlich die Unbeatable 101, Robert Lewandowski, sieht ja ganz groß, 101 dieses Jahr in der Champions League Serie. Dann haben wir noch die Pro Elite Shield Karten, die sind eine pro Display und dort gibt es 16 verschiedene zu sammeln, die kann ich euch ja nochmal ganz kurz ran. Und das sind diese Die Cards, die nicht wirklich komplett ausgeschnitten sind, sondern nur so teilweise, das heißt, man merkt es schon auf jeden Fall, wenn man einen davon zieht. Und dann haben wir noch die Chrome Preview Karten, dort gibt es auch 16 zu sammeln und die sind in jedem 48. Päckchen, das heißt, man kriegt in jeder zweiten Box eine davon zu finden. Auch hier gibt es 16 Stück, kann ich euch ja mal zeigen, für Bayern unter anderem Neuer und Kimmich und Haaland gibt es auch. Und dann seht ihr schon, die Chrome Batchtex Champions League Serie kommt am 4. November raus, also ungefähr in 8 Wochen. Dann haben wir noch die Gold Limited Editions, dort gibt es insgesamt 30 Stück. Auch hier hole ich gerne nochmal für euch die Checklist dran. Könnt ihr gerne pausieren und gucken. Also für Bayern gibt es als limitierten Karten Davis und Sané, für Dortmund Reus und unten noch Axel Witzel. Also da hat man auch schon wieder die Dortmund-Limis zusammengetan. Man hat natürlich viele Limis von den englischen Clubs. Auf jeden Fall auch, wie gesagt, nur Gold-Limis. Dann sehen wir die Edelstein Limited Editions, die gibt es in den Mini-Sammeldosen und dann noch die Power Limited Editions, die gibt es in den Megatins, also garantiert immer auf eine die Limits zugeordnet. Finde ich cool, muss man sich die nur einmal kaufen, hat man alle 8 dazu und garantiert kriegt man pro Tin dann auch noch pro Mini-Tin eine Limit davon, von den goldenen, und von der Megatin kriegt man noch 3 Gold-Limits gratis oder halt dazu.
Dann sehen wir hier noch die Autogrammkarten, die es gibt, und die Trikotkarten. Die Trikotkarten sind in jeder 32,7 Megatin drin, also relativ selten. Dann haben wir noch die Autogrammkarten, die sind in jedem 3100 Päckchen drin, sehr, sehr selten. Also ich glaube, wer da eine findet, hat schon sehr, sehr viel Glück. Und dann sehen wir nochmal die ganzen Produkte. Die Boosterbox würde ich jetzt nicht sagen. Das ist ja keine Boosterbox, das ist ja eigentlich nur ein Blister, ne? Die Boosterbox ist ja das Display. Und außerdem ist das auch alles auf Italienisch, also keine Ahnung. Dann haben wir die Mini-Tins, die Mega-Tins, das Multipack mit dem normalen und einmal der Mega-Version. Mal gucken, ob es das auch in Deutschland geben wird. Wenn ja, werde ich mir das auf jeden Fall einige Male holen, weil man hier statt einer Limi wie im normalen Multipack für den doppelten Preis 3 Limis bekommt. Also richtig cool und natürlich auch noch so viele Karten. Und dann sehen wir noch das Sammler-Pack. Das ist ja interessant. Soll es das auch in Deutschland geben? Ich weiß nicht, auf jeden Fall gibt man da immer eine Mini-Tin plus ein Booster, aber keine Ahnung, ob es das auch in Deutschland geben soll. Dann haben wir noch den Countdown-Kalender, den wird es ab Oktober wahrscheinlich geben, mit ganz vielen exklusiven Karten. Dann sehen wir noch hier Werbung für die Social Media, unter anderem mit GBW, dem englischen YouTuber. Dann Werbung für PrintMe, für Matchtags Fire. Dann für On Demand, für die exklusiven Deals mit dem Foden. Das ist die einzige exklusive Karte, die man dieses Jahr wahrscheinlich erstmal online bekommt, ganz zu der Serie von Nimis. Dann Tops Now. Und dann sehen wir hier nochmal eine Checklist und dort. Ich glaube, man kann sie jetzt nicht so gut sehen, aber ich glaube, wenn ich da mal rübergehe, sieht man noch weniger. Deswegen sehen wir uns einfach die Checkliste an. Wir sehen hier einmal Ajax mit 9 Karten, haben wir Manchester City, United, Liverpool und Chelsea, sowie Leicester, West Ham und Tottenham mit 18 Karten, haben wir Paris, Bayern, Dortmund, Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid, Sevilla und Real Sociedad mit 18 Karten und dann wieder mit 9 Karten Betis, Sevilla, Villarreal, Leipzig, Sporting, Lissabon, Porto, Benfica, Lissabon, Inter Mailand, AC Milan, Atalanta, Juventus, Napoli und AS Roma. Dann gibt es wieder 27 Man of the Match Karten. Dann haben wir Mara Standard Apprentice, Signature Style, 100 Club, Heritage, Taktikkarten. Dann hier die Gold Limited Edition Karten, die Blue Limited Edition von Phil Foden, Germstone, also die Karten aus den Mini-Tins, dann die Power Limited Editions aus den Mega-Tins, Festive-Karten und Festive Limited Editions, also diese insgesamt exklusiven 13 Karten gibt es nur im Adventskalender. Dann hier noch kurz Reaktionsschluss, war der 1. Juli, das heißt relativ früh, und auf der Rückseite sehen wir dann noch Update mit dem Update-Set, viele, viele Karten jetzt dabei sein werden, unter anderem Griezmann, der gewechselt ist, Messi, ihr wisst, alles Ronaldo, der kommt im Oktober raus und dann Matchtags extra im Februar und dann noch hier, dass man noch seine Collection dann ab Juni bestellen und vollständig machen kann. So viel zu der normalen Collection und zu dem Sammlermagazin. Auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel dort drin. Dann haben wir wieder unseren Booster. Ich habe einmal das Exclusive Packet und dann noch beide Booster Designs, die es in der Serie gibt. Einmal das links mit Haaland, Fernandes, Aguero, Madison und Mbappé und rechts das mit dem Firmino, Kimmich, Zlatan, Ibrahimovic, De Bruyne und Benzema. 12 Karten für 2 Euro. So sieht die Verteilungsliste dann aus. Also das ist die Verteilungsliste für dieses Jahr. Könnt ihr gerne pausieren. Also wie gesagt, Autogrammkarten jeder im 3100. Päckchen. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal die normalen Booster auf. Also 4 bis 3 Powerkarten sind garantiert in diesen Boostern drin. Eigentlich immer 4 in den meisten. Ich weiß nicht, wie so das Päckchen sich jetzt hier verabschiedet. Also in den wenigsten Päckchen sind nur 3 Powerkarten. Dann haben wir erstmal den Code, den könnt ihr gerne haben. Und als erste Basekarte haben wir Anthony von Ajax Amsterdam, Correa von Atletico Madrid, Ingio von Sporting Lissabon, das Real Betis Balopi Logo, dann Idrissa Gueye von Paris, von Dortmund Thorgan Hazard, dann haben wir Scott McTominay von Manchester United, N'Golo Kanté von Chelsea und dann haben wir hier unsere 4 Powerkarten. Mal gucken, was wir hier haben. Ich glaube, das sind eher so die schlechteren Powerkarten, wo garantiert immer 2 drin sind. Und zwar haben wir da erstmal Super Saber Thibaut Courtois von Real Madrid und Goalmaschine Robert Lewandowski vom FC Bayern München. Also von diesen Subsets sind eigentlich immer 2 pro Booster. Und dann seht ihr schon die erste Heritage-Karte mit Adnan Januzaj von Sociedad, der Belgier. Das sind die Karten aus dem ersten Jahr in dem Look. Und dann noch hier umgedreht eine der Next-Gen-Karten von Renan. Lodi ist ja eine entweder von denen oder von den Man of the Match Karten in den Boostern. Zweites Päckchen, mal gucken, was wir dann hier so ziehen. Das Haaland-Päckchen, auch das geht irgendwie nicht so auf, wie es eigentlich soll. Auch Tops hat ja dieses Jahr auf Papierbooster umgestellt. Auf jeden Fall auch richtig cool, war ja bei der 101er-Serie, glaube ich, auch schon so, aber jetzt auch zum ersten Mal bei der Hauptserie. Dann haben wir hier den Code und als Basekarten haben wir Süle, dann Captain Handanovic, dann haben wir Le Normand,
Güdel, Sissoko mittlerweile nicht mehr da, dann Lindelöf. Dann haben wir Fornals, das Leicester City Badge und dann nochmal ganz viel umgedrehte Karten. Oh, wir haben 100 Club, 100 Club. Erstmal haben wir noch Kovacic als Allrounder. Dann Signature Style Verratti und unsere erste 100 Club Karte ist Bruno Fernandes. Richtig cooles Design und dann noch hier Man of the Match Heuberg, da kann ich es euch am besten zeigen. Hier seht ihr es, Man of the Match Karten, Conference League im grünen Hintergrund Design. Die Club 100 lassen wir einfach mal hier oben auf unseren Karten liegen. Also zwei Päckchen, 8 Power Karten und 16 Base Karten. Dieses Päckchen ist natürlich jetzt nicht mehr so spannend, da wir wissen, was hier drin ist, aber trotzdem gucken wir uns das natürlich noch sehr, sehr gerne an, um die Limis auch zu sehen. Erstmal haben wir so eine Exclusive Reward Karte. Ich werde die auch wahrscheinlich einsortieren. Dann haben wir die LE2 Kanté und die LE1 Greenwood. Die gibt es nur im Starter Pack, also die könnt ihr nicht in den anderen Produkten finden. Das heißt, das Starter Pack ist ein Kaufmuss für alle, die die Limis voll haben wollen. Dann haben wir noch die Taktikkarten Injury, Agent, Referee und VAR, also die Videoschiedsrichterkarte, die es zum ersten Mal gibt. Das war es auf jeden Fall von unserem Unboxing hier. Alle Taktikkarten, zwei Limis, eine Club 100 sogar dabei gewesen. Das Starter Pack finde ich richtig cool, ist dieses Jahr wieder gut geworden. Schreibt mal rein, was ihr davon haltet. Ich finde ein bisschen blöd, dass Wolfsburg jetzt nicht dabei ist zum Beispiel oder die Europa League Teams mit Frankfurt unter anderem. Irgendwie finde ich das ein bisschen blöd. Italien, Spanien und England sind mit so vielen Teams vertreten, Frankreich und Deutschland mit relativ wenigen, also ein bisschen blöd, aber keine Ahnung, ist halt die Serie, kommt aus England und daher auch sehr viele englische Teams. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne noch einen Daumen nach oben da. Die Club 100 auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne Karte. Und sonst gerne noch liken und abonnieren. Hier eine Playlist auschecken, genau wie hier. Ihr könnt abonnieren und hier noch ein gefundenes Video auschecken. Bis zum nächsten Mal und tschüssikowski.